Hallo, Marius Ebert hier. Es geht in diesem Video um das Wettbewerbsverbot. Wir haben schon im letzten Video angefangen, das hier zu klären. Hier geht es um das Nachvertragliche. Wir haben im letzten Video gesehen, es gibt ein vertragliches Wettbewerbsverbot und es gibt ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot. Das bedeutet, nehmen wir mal an, das ist der Zeitraum eines Arbeitsvertrages. Ja, hier wird der Arbeitnehmer eingestellt und hier wird der Arbeitsvertrag beendet durch Kündigung, durch Aufhebungsvertrag, was immer. Und wir haben in diesem Verhältnis einen Arbeitgeber und einen Arbeitnehmer. Und das vertragliche Wettbewerbsverbot sagt, dass der Arbeitnehmer gegenüber seinem Arbeitgeber nicht in Konkurrenz treten darf. Das bedeutet Wettbewerbsverbot. Der Arbeitnehmer darf dem Arbeitgeber keinen Wettbewerb machen. Kein Wettbewerb erlaubt. Der Oberbegriff hierfür ist die Treuepflicht des Arbeitnehmers. So, dieses Wettbewerbsverbot endet normalerweise hier. Wenn der Arbeitsvertrag endet, dann darf normalerweise natürlich der ehemalige Arbeitnehmer jetzt zu einem Konkurrenzunternehmen gehen. Das ist ja eigentlich oft sogar üblich, ne? Das ist das normale Wettbewerbsverbot, gilt also nur für die Dauer des Arbeitsvertrags. Unter bestimmten Umständen gibt es ein Wettbewerbsverbot, das hier bzw. hier zu Beginn des Arbeitsverhältnisses in einem Vertrag vereinbart wurde, aber über das Ende des Arbeitsvertrages hinaus wirkt. Das heißt, hier gilt die Ausnahme, dass der Arbeitnehmer auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitgeber keinen Wettbewerb machen darf. Und das nennt man das nachvertragliche Wettbewerbsverbot. Und wir sehen schon, dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot ist eine Ausnahme. Das ist nicht die Regel. Ja, unter bestimmten Umständen und in bestimmten Branchen ist das üblich. Es ist teilweise sogar auch üblich im Bereich von Forschung und Entwicklung. Da findet man das relativ stark, ja, dass man mit seinem Know-how dann nicht sofort seinem ehemaligen Arbeitgeber Konkurrenz macht. Ja, also es gibt bestimmte Branchen und bestimmte Bereiche, bestimmte Arten von Arbeitsverhältnissen, wo es sowas gibt. Es ist aber eher die Ausnahme. Und diese Ausnahme ist nur erlaubt unter bestimmten Bedingungen. Denn es ist völlig klar, ja, wenn man sich das hier mal verdeutlicht, dass das ein sehr starker Eingriff ist in die Dispositionsfreiheit des Arbeitnehmers. Während des Arbeitsverhältnisses ist es klar und verständlich und niemand, glaube ich, würde ernsthaft anzweifeln, dass das sinnvoll ist. Aber nachdem das Arbeitsverhältnis beendet wurde, trotzdem dieses Wettbewerbsverbot beachten müssen, ist ein starker Eingriff. Und deswegen gibt es zwei wesentliche Bedingungen, nämlich nur höchstens 2 Jahre. Das ist immer noch ein recht langer Zeitraum, ja, gerade in der heutigen Zeit. 2 Jahre, in 2 Jahren passiert viel, ja, sehr viel. Und wenn man 2 Jahre raus ist, seine ganzen Verbindungen nicht mehr pflegen kann, Änderungen des Marktes nicht mehr mitbekommen kann, weil man einfach nicht mehr richtig drin ist, dann kann es sehr schwer sein, nach 2 Jahren da wieder reinzukommen. Also man muss auch dann diese 2 Jahre sehr gezielt nutzen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ja, man darf zwar nicht richtig mitmischen, aber man sollte trotzdem alles tun, alles was legal ist, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Also 2 Jahre ist die Höchstgrenze und das Ganze geht nur mit einer finanziellen Entschädigung, die der Arbeitgeber an seinen so an ihn gebundenen ehemaligen Arbeitnehmer dann zahlen muss. Ja, eine finanzielle Kompensation dafür, dass man 2 Jahre, zumindest da, wo man sich auskennt, nichts machen kann. Okay, das sind die wesentlichen Regelungen. Wenn Sie das persönlich betrifft, mein dringender Rat, finden Sie einen kompetenten, Betonung ist kompetent, ja, nicht jeder, der Anwalt irgendwo auf seinem Firmenschild stehen hat, ist kompetent. Einen kompetenten Anwalt, einen auf dieses Gebiet spezialisierten Anwalt, speziell wenn Sie im Außendienst sind. Ja, das ist auch wieder so ein Bereich, wo diese Ausnahme ganz stark gilt. Ja, das nachvertragliche Wettbewerbsverbot für Handelsvertreter, Handelsmakler, da ist das in diesen Branchen, diese stark vertriebsorientierten Branchen, da ist das sogar üblich. Ja, da ist es üblich. In dieser Art von Verträgen würde mich wundern, wenn es nicht drin stünde. Ja, wenn Sie das also betrifft und Sie hier Einzelfragen zu klären haben und Ihnen ein Vertrag angeboten wird, prüfen Sie das. Ja, prüfen Sie das und lassen Sie es prüfen durch einen kompetenten Anwalt. Alles Gute, Marius Ebert.